Einen wunderschönen, meine Lieben, ich bin der Hausi und ich heiße euch herzlich willkommen zurück zu einer kleinen, aber feinen Folge The Beast Inside. Wahrscheinlich die letzte Folge, sicher bin ich mir nicht, aber es sah schon alles sehr nach Ende aus. Wir haben jetzt noch ein Ruderrennen gemacht mit dem Masked Man. Mal gucken, wie es weitergeht. Ich hoffe, ihr seid mit dabei und genau, viel Spaß. Jetzt spielen wir wieder in der Gegenwart. Mal schauen, wie es weitergeht. Fuck, wo ist denn der jetzt? Alter! Lol, was ist denn da passiert? Die Entführung, finde einen Weg zur Oberfläche. Scheiße, was passiert? Warum bin ich in dem Auto? Wie komme ich hier raus? Man soll das Fenster aufkurbeln, oder? Geht aber nicht. Hallo, wenn man ersäuft, soll man Fenster aufkurbeln. Ich weiß das ganz sicher. Ah, hier. Es geht nicht auf. Hä? Alter, was ist denn? Mach doch das scheiß Fenster auf, du Idiot. Check's nicht. Was ist jetzt los? Ich kann nichts machen. Geht ja gut los, die Runde. Keine Ahnung. Das jetzt nicht an, was tut denn das Auto? Du fährst halt echt wie ein Gestörter mitten in der Nacht durchs Unterholz. So. Neuer Versuch. Da oben leuchtet irgendwas. Was ist das? Ein Rohr. So, wir nehmen jetzt das Rohr, hauen die Scheibe kaputt. Wir hauen sie nicht kaputt, wir hebeln das auf. Oh Gott, diese Störung. Was ist denn das jetzt bitte? Alter, Leichen im Kofferraum gehabt. Da ist der falsche Knopf. So, wetten, dass er die Pistole wieder liegen hat lassen? Son of a bitch! I never thought he would do something like that. It's not just the keys and the messages he wants to get. Wer? Was ist? Ich geh wieder zum Haus zurück, Alter. Du nervst mich mit deinem Gitzel. Ich werde andauernd irgendwo wahllos in der Welt gedroppt und muss dann zurück zum Haus latschen. Was ist denn das? Wie unnötig war das? Ich war doch beim Haus. The house, Emma. Just a little more. I can do it. I have to. So, was ist denn mit Emma? Warum war ich in diesem Auto? What's going on? Where is it coming from? Dass dem halt immer noch irgendwas komisch vorkommt, ist halt auch heftig, gell? Der Typ dürfte mittlerweile echt alles gesehen haben, was möglich ist. Er war wenigstens nicht so weit zum Haus, es war trotzdem total hirnrissig. Der Zylindermann. Emma? Emma, you here? So, jetzt finden wir Emma wieder. Muss natürlich auch
alle paar Minuten mal sein, gell? Nein, die Kellertür ist offen. Traces are leading to the basement. Where did he drag her? Our basement. Why? Ja, why? Warum? Frage ich mich auch. They went this way. He knows this house better than I do. War ich hier schon mal? Glaub nicht. Ich kann mir einfach keinen Reim darauf machen, wenn der maskierte Mann nicht mein Vater ist, sondern dessen Mörder, wer ist er dann? Wer hat all diesen Menschen so viel Leid zugefügt? Hatte mein Vater ein weiteres Kind, einen Bastard, den er vor der Welt versteckt hielt? Es ist an der Zeit, ihm endlich die Maske vom Gesicht zu reißen. Fuck, jetzt schon wieder Vergangenheit. Was geht denn ab? Jetzt wechselt es aber schnell. Ey, wir sind von unserer kleinen Bootstour zurück. Da oben ist der Masked Man. Are you? You won't deceive me anymore. We end this today. Ganz schön große Klappe, Alter. Dann scheiß dich wieder ein, wenn irgendwas passiert. Ganz cool gemacht, aber wieder so verschwindet. Also genau in dem Moment, wo ich ihn halt nicht sehen kann. Ist geil getimed irgendwie. Und nicht wieder zu dem Fuck-Gasthof, oder? Betritt das Wirtshaus. Warum denn schon wieder? Ich war doch schon in diesem Gasthof. Es war schon einmal nicht geil. Was? How is that possible? What's happening to me? Okay, das war cool. Judge Norton. Why am I seeing him again? Oh, der lebt noch. Scoundrel. I never wished you well, Norton. But this, it was him, Jacob. It was him. Who? In the mine. That was also him. I'll get you out of here, and you'll tell me everything. Hold on. This way, quickly. Jetzt hätte ich auch denken können, dass er den nicht einfach befreien kann, oder? I've told you time and time again, you snot, you can't come in here. This is a job for grown men. They go deep underground, drilling and sweating away in the dark to extract the ore from the earth. You only get in their way. Why does it all come back to me? I must get out of here. Oh my God. Alter, willst du mich verarschen? Sind ja 10 Millionen Wege. Kommst immer wieder in das gleiche Ding. Okay, dann lass mich überlegen. Hier rein, was passiert da? Dem anderen bin ich tot, oder?
Damit sollte ich die Luke irgendwie aufhebeln können. Dann kann ich endlich diesen welche Luke? Was für eine Luke redet der? Beim gleichen Ding wieder raus. Was für eine Luke? Was passiert, wenn ich da reinfall? Ah. Alter, nimm die Axt mit. Mann, du Bauer. Jetzt halt schon gut weit runter, gell? Oh. Lol, Alter, jetzt bin ich wieder in dem Haus, oder was? Boah, geil gemacht. Echt. Sehr geil. Ich bei mir im Büro. Krass. Sit in the dark. Do you like breaking rules? Forgive me, Father. It won't happen again. Where to now? Up. Ja, wie mache ich das jetzt? Ach so. Okay, easy. I'm sorry. Don't be sorry, Nicholas. He will be sorry. What? Who's there? We have to help each other. The whole world is against people like us. It's all my fault. No, it's not. It's their fault. And they will pay. Your old man and the others. No, no, no. We cannot think that way. We can do anything. Ever since he said you ruined his life, since he started to lock you up in here, I deserved it. He cheated on her, did you know? And he didn't want her to have you, the most respected son of a bitch in Blackstone. Stop it, you're confusing me. It's time for revenge. First, I will fuck up the mine. What do you say? I know where the old man keeps my boxes. This way. This is my chance. Fuck, was ist denn jetzt los? Was geht denn jetzt? You fucking brat. Father, I didn't do it. Stay away from my inn, Nicholas. Don't scare off the guests. Don't steal from the rooms. But I've never, I swear to God. How dare you take his name? How dare you? Not in your heart, you damned little shit. Said a hustler with a heart of shit. It's not just things disappearing in this inn, but the guests too. You were supposed to help me, not get me in trouble. People are trouble. You will see that when you finally open your eyes. Now, it's time for me to open fire. Ah. You're back, Nicholas. You knew you couldn't escape punishment. Father? How is this possible? Blew up the mine. Murdered all those people. John was right. Don't come any closer. Stay away. Versuche Jacob zu entkommen. Wie wär's mit entkomme Jacob? Ist ja nicht so, dass ich es auch schaffen kann, wenn ich es nur versuche, oder? Ah.
So, lauf. Fuck, wohin denn? Ah. Scheiße. Oh mein Gott. Warte, der hat aber auch einen Dusel. Wie scheiße riesig ist dieser Wix-Gasthof. Und wie lange braucht der für die 2 Meter? Töte halt lieber ihn mit der Axt. Doch viel schlauer, du Idiot. Alter, der Maskenmann wieder. Der Maskenmann war wieder am Start. Mein Vater, er hat versucht, mich zu ermorden, obwohl er bereits tot ist. Ich weiß, wie sich das anhört, doch ich habe nicht den Verstand verloren. Es hat sich wirklich so zugetragen. Der Gasthof, die Flammen, mein Vater. Ich habe mich wieder wie ein Kind gefühlt, dessen Seele wieder und wieder in 1000 Stücke zerrissen wird, nur um sie danach zusammenzuflicken. Eine endlose Quälerei. So fühlte ich mich nur, wenn er in meiner Nähe war. Ich bin mir also sicher. War mein Vater. Ich befinde mich jetzt im Keller. Ich konnte ihm entfliehen und halte mich nun hier versteckt. Doch es gibt keinen Weg hinaus oder vielleicht doch durch die Wand drängen Geräusche an mein Ohr. Keller, Alter. Warum muss ich permanent von Kellern gevögelt werden? Is this really happening? Das ist doch das Haus, oder? What's going on? Where's that voice coming from? Also, ja, geografisch eigentlich nicht möglich, aber... Is this happening right now? Adam! Adam! Emma! Ach, jetzt bin ich wieder... Ach, jetzt vermischt sich das so. Okay. Interessant. Treffen die sich jetzt quasi irgendwie so, weiß nicht, wie ich das erklären soll, dass sich diese, das jetzt überschneidet, so diese Zeitlinien irgendwie. Is it real? Or is it just my imagination? I'm hearing things that don't exist. Just like. Ja. There's no. Passt das nicht an? Ja, genau. Das erste Mal, dass man sich sieht. Hätten sie auch schenken können. Hässlicher Mongo. Doni. You can't get away. Ja. You're not going to get away with it. I know what you did. I followed the trail of your crimes. I've been to all the places you've spilled blood. There's just one thing that remains a mystery. Why? That's beyond my grasp. So many people have died. Speak up. Tell me why. Mit dem redet, der hockt halt auch mit einer Machete vor ihm, gell?
I know. And I opened your eyes, and then you saw your father's reflection in every human being. A world full of beasts in human disguises. No one was innocent. Evil was eating at their consciences like a cancer. And who do you think you are to decide if they deserve to die? Ach, richtig billiger Plot Twist, ja. They just think about it. Your father's partner, that old crook, desperate to get rid of us. The detective, a vulture, feeding on the tragedy of commoners. A miner's widow and a vicious bigot who wished everyone all the worst. And last but not least, the judge, a grafter and a regular scoundrel. I've seen worse. Right, your father, a true role model for that small community. I know they were not good people, but what you did to them. I protected us, don't you see? I saved your life. Or maybe you're just a bloodthirsty sadist who looks for guilt in others in order to blot out your own. You know where you would be if it wasn't for me? In that fucking darkness. The old man would be pissing on your grave, and all of fucking Blackstone would still be full of human vermin. Maybe. But that's not an excuse. I don't need one. The choice is simple. You let the vermin spread, and they will take over the world, or you wipe them out, protecting the righteous few. They will call you a lunatic. So what? There must be another way. Like what? You'll wash your hands of it all? You'll hide from humanity in a fucking cave? You'll fall back into madness like the last time? You'll tell the doctors you don't remember anything? Really? If you get rid of me, they'll squash you like a bug. You think you can just snap your fingers and I'll be gone? Hä? Wahre Natur akzeptieren? Böse in dir verleugnen? Weiß nicht. Ach, wir sind doch die Guten. You depend on me. Your actions were treacherous. You ruined my life and I can't change that. So you'll become another victim. Hopefully the last one. Der hat sich gerade alle Finger abgeschnitten und danach hat er sie einfach wieder in der an, also. What are we doing today? What happened? Why am I in a hospital? Every day, the same question. Which is reason enough to keep you here, isn't it? Not to mention all the rest. My wife, Emma, she... We're talking about you. Please, focus. Emma and I, we're expecting a baby. And some people are trying to... So far, your theories have not been confirmed. Theories? What theories? Concerning what happened in Blackstone. What happened to your wife, and what they have done. But I was there. They took photos of us, planted bugs. I've been asking you for months, but I'll ask you one more time. Who are they? Am I one of them? Months. Did they tell you to brainwash me? They. Soviets, Ruskies, commies. Call them whatever you fucking want. There's a fucking war going on. Who in the service has talked to you? Maybe we could... Wait a minute. Who pays you, motherfucker? GRU? KGB? Maybe this will refresh your memory. I've talked to David. We've got Soviet agents in our ranks. Anyone could be a spy, even a close friend or a family member. So? Shh. Maybe all that she told me was a lie. KGB called those women sparrows. They seduced Americans in order to relay information to the Soviet intelligence. Was I really so blinded by love? She won't admit it, but she won't fool me anymore. I'll do what I have to do. You forged a recording! What have you done to my wife? Tell me, you phony! Who are you really? It's not you asking these questions. It's your illness. Your persecutory delusions make you question everything around you.
try to calm down and answer for yourself. Who are you? Adam or Nicholas, like you said the last time? Who am I talking to right now? Are you crazy? I know I had KGB on my heels. I've destroyed your relays. This isn't a fucking hospital. You want to get hold of the information I've got. That's all you care about. Nurse, the patient's conditions got worse again. Let's apply 400 volts. Bisschen Schocktherapie am Start. Ja, ich hab das jetzt schon gerafft, der war alles selber. Hab doch gesagt, dass ich meine Frau abgemurkst habe. Wer hat das geschrieben, dass ich das nicht war? Zu seiner Verteidigung, die Alte war echt hart unsympath. I can remember now. Do you? Emma was innocent. Das ist ja keine Frage, oder? I killed my wife. I killed her. Finally, we're making progress, Adam. Tell me everything once again, from the beginning. About your work and, Adam? Adam is gone. Ich bin Nicholas. Was? Okay. Wir haben es durchgespielt, Freunde der Sonne. Was sagt man denn dazu? Leute, es freut mich, dass ihr dabei wart. War ein richtig cooles Spiel, hat richtig Spaß gemacht. Ein paar richtig grantige Schocker. Es kam gut an. Auch eure Nachrichten auf Instagram. Hat euch das anscheinend sehr gut gefallen. Ihr mögt es, wenn der Haus ihr erschreckt. Ich werde auch wieder ein Horrorspiel spielen, weil ich mag es halt auch. Auch wenn ich Schiss habe. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, haut rein.